Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben den letzten DLC beim letzten Mal tatsächlich beendet. Das ging plötzlich ganz schnell, ne? Das habe ich gar nicht erwartet. Plötzlich, zack, durchgespielt, Ende, Gelände, alle gerettet, alle glücklich, alle froh. Katzenklo. Cool. Jetzt können wir nämlich hier gleich frisch und munter eigentlich in den nächsten DLC starten. Blood and Wine. Wir hätten theoretisch auch noch echt viele Nebenquests. Die könnten wir uns anschauen. Aber vielleicht, wenn überhaupt, erst im Nachhinein, oder? Spielen wir Blood and Wine? Hier hätten wir theoretisch noch Schatzsuchen, die zu Hearts of Stone gehören. Also wenn wir den so richtig, richtig spielen wollen, könnte man schon irgendwie argumentieren, müssten wir zumindest die Schatzsuche noch machen. Wer weiß, vielleicht gibt es eine eigene Heart and Stone legendäre Ausrüstung. Dafür würde es sich schon fast wieder lohnen. Sind nur 3 Missionen, oder? Wollen wir die vielleicht echt machen? Ich fände es eigentlich cool. Finde alle Schemata der ophirischen Ausrüstung und bring sie dem Händler zurück, damit sie kopiert und übersetzt werden können. Untersuche den Schauplatz des Überfalls. Hey, come on! Kann uns keiner sagen, dass wir den DLC nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Übrigens, sorry, dass die Folge ein bisschen zu spät kommt. Ich habe mich vertan. Ich dachte, dass noch eine Folge quasi vorproduziert ist und das stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich einfach vertan. Doof. Ach so, genau. Wartet mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Irgendwo im Nirgendwo. Hier, da will ich hin. Dafür machen wir jetzt eben heute eine doppelgemoppelte, Doppel-Deluxe-Folge. Oh yeah! In der wir das Spiel durchspielen. Also den DLC, jetzt nochmal richtig. Oh. Wisst ihr, was doof ist? Ich weiß nicht mehr, ich bin ja irgendwie ein bisschen komisch über Umwege hierher gekommen. Ich weiß gar nicht, wie man auf legalem Weg hierher kommt. Ich schätze mal, hier lang ist eine gute Idee, oder? Werden wir schon irgendwie schaffen. Oh, jemine. Höhle, Popöhle. Ich komme schon wieder voll mit der Steuerung durcheinander, weil ich doch Assassin's Creed Valhalla, das habe ich doch im letzten Stream gestartet und habe das jetzt wirklich privat weitergespielt und das macht mir überraschend viel Spaß und das hätte ich echt nicht gedacht, weil Assassin's Creed hat jetzt in der Regel selten den Stein neu erfunden. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Und war deswegen auch nicht unbedingt immer so das interessanteste Spiel für mich, weil kennst du eins, kennst du alle. Aber jetzt habe ich eine längere Assassin's Creed Pause gemacht und jetzt macht mir Valhalla echt überraschend viel Spaß, ne? Das ist kein Game of the Year Kandidat, finde ich. Das ist kein super ausgezeichnetes kulturelles Meisterwerk, das man gesehen haben muss. Aber es ist einfach nur ein gamey Game voller Game-Mechaniken, die irgendwie schon Spaß machen. Und das unterhält mich einfach sehr gut. Das ist ja ab und zu auch schon genug. Echt ganz cool. Auf jeden Fall ist da die Steuerung komplett anders wie bei Witcher. Wirklich unterschiedlicher könnte sie nicht sein. Deswegen drücke ich gerade die ganze Zeit die falschen Tasten. Man kennt das. Also wenn man so oft Spiele hin und her wechselt wie ich, kennt man das. Und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin keine 20 mehr. Ich bin jetzt Mitte 30. Und da merke ich schon irgendwie, also wirklich, dass so die Umgewöhnung nicht mehr so leicht fällt. Und auch das Lernen von Spielmechaniken ist nicht mehr so leicht. Früher bin ich da ein bisschen schneller reingekommen in das Ganze. Da braucht mein Hirn heute ein bisschen länger, um sich anzupassen. Gerade so im richtigen Moment blocken oder ausweichen, wie in den Batman Arkham Spielen oder auch den alten Assassin's Creed Teilen im Grunde. Das ging früher ohne Probleme. Zack, zack. Da habe ich zweimal gegen einen Gegner gekämpft und dann kannte ich im Grunde seine... Gott, was bist du denn? Seine Angriffsmuster, das ist aber ein komischer Ghoul irgendwie, oder? Warum ist denn der so grau? Ah, das ist ein Allghoul. Und ich schieße die ganze Zeit mit der Armbrust, wie gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie irgendwas geht. Naja, genau.
Und jetzt brauche ich tatsächlich länger, bis ich mich an sowas gewöhne. Assassin's Creed hat aber auch quasi, also ein Progressionsproblem, sage ich mal. Denn ich laufe schon wieder komplett falsch. Denn ich finde das Spiel am Anfang, die ersten paar Stunden, auch vom Schwierigkeitsgrad her, auch auf normal, durchaus fordernd. Und das macht ja auch Sinn, wenn man so ein bisschen auch ein Schleichspiel machen will. Aber dann wird es plötzlich sehr schnell, sehr leicht. Es gibt ja immer so einen Empfehlungswert, ob man jetzt zu einem Gebiet oder einer Mission tatsächlich gehen soll oder vielleicht lieber doch nicht. Und in der Regel am Anfang macht es schon Sinn, sich daran zu orientieren. Aber mittlerweile kann ich halt einfach in Gebiete gehen, die mindestens 50, je nachdem manchmal auch 100 Level über mir sind. Kommt immer ein bisschen auf die Gegner an, die man da trifft. Weil man halt einfach dann doch erstens halt einfach als Spieler kompetenter wird, aber auch sehr viel mächtiger wird der Charakter sehr schnell. Was ist denn jetzt? Habe ich vergessen, wie man Schnellreise benutzt? Ah, jetzt. Ich habe es nur nicht gesehen, dass es mir angezeigt wird. Das ist ja bei sehr, sehr vielen Spielen so. Bei jedem Spiel von Bethesda ever ist es so, dass man am Anfang unter Umständen ein bisschen struggelt und dann aber eigentlich sehr schnell einfach super übermächtig wird, auch wenn man sich immer an die Level-Empfehlungen hält. Und auch bei Cyberpunk letztens, da ist es ähnlich. Ich habe ja einen Hacking-Charakter gemacht, wenn man dann einfach anfängt, die Leute aufeinander losgehen zu lassen oder einfach zum Selbstmord zu zwingen. Ich drücke zwei Knöpfe und die Leute sind alle tot. Dann ist man halt einfach echt mächtig. Aber es macht halt auch echt Spaß. Aber das macht halt so am Anfang noch so Deckungskampf-Shooter und keine Ahnung. Und jetzt ist es halt, ich gehe in mein Hacking-Menü und wähle zwei Optionen aus und dann sind alle tot. Hat schon auch was, ne? Aber ist halt... Ja, gut. Macht's schon leicht. Auch. Sir Geralt. Noch 40 Meter. Da vorne. Das sollen wir mit unserem Hexersinn untersuchen. Hier fand wohl ein blutiger Assassin. Kampf statt. Oh. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Norden. Assassin's Creed hat sich auch sehr viel zusammengeklaut. Oder sagen wir, stark inspirieren lassen. Da ist wirklich von den Spielmechaniken her alles drin. Es ist schon fast witzig. Von eben Witcher über die Batman-Spiele. Auch vieles aus den alten Assassin's Creed-Teilen natürlich. Auch sehr viel Zelda Breath of the Wild. Und Senua. Senua Sacrifice, Hellblade heißt es ja hauptsächlich. Vom Rätseldesign her, wirklich alles ist da in Assassin's Creed drin. Naja, wie gesagt, haben sich halt da ein bisschen inspirieren lassen. Die Spur aber durchaus. Sich hier. Ich muss mich umsehen, vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Aber durchaus gut. Wartet mal schnell, ich muss schnell bei mir die Lautstärke anpassen. Ups, sorry. Ich habe gerade ein ganz komisches Setup. Ich hatte nämlich gerade echt Probleme mit dem Spielsound. Ich weiß nicht, was los war. Irgendwie konnte man den Spielsound in der Aufnahme nicht hören. Und jetzt habe ich dann einen kleinen Workaround gemacht. Jetzt läuft der Spielsound über den Desktop-Sound und ich capture den Desktop-Sound. Deswegen hört ihr jetzt aber auch so Systemgeräusche von Windows, die ihr eigentlich nicht hören solltet. Hm. Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Nach etwas anderem umsehen. Aha. Sie führt dort lang. Dort lang, habe ich mir doch gedacht. Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang? Ein Geheimgang, sagte er und starrte andächtig in die Leere. Öffnete. Macht er das eigentlich auch mit so einem Hexer-Skill, dass er die Falltüren und Türen durch Gedankenkraft öffnet?
Oh, oh, wir ziehen schon unser Schwert. Menschen, die schlimmsten aller Bestien. Au, Armbrust oder was? Verdammt. Genau, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Okay, es reicht, komm. Bisschen wegtänzeln, bisschen wegtänzeln und jetzt Wirbel, Zwirbel, Zauberwind. Komm, den Bogenschützen tänzeln wir auch noch weg. Nee, tänzeln wir nicht mehr. Au, au. Ist der harte Schlag neu irgendwie? Der kommt mir neu vor. Wo sind denn die Tränke, die ich eigentlich haben will? Oh Gott, ich muss echt, ich weiß nicht mehr, wie man Tränke nimmt. Das ist gerade ein bisschen doof. Ich wollte mich gerade heilen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Spinne ich jetzt? Muss ich erst wieder reinkommen. Wann habe ich denn das letzte Mal Witcher gespielt? Ist eigentlich noch nicht so lange her. Komm, hau ihm das Schild kaputt. Danke. Zum Glück habe ich den Skill, dass Nahrung über, weiß ich nicht, Stunden hinweg so leicht heilt. Das ist schon auch sehr mächtig. Aber jetzt muss ich echt mal schauen. Ich dachte, die... Ah! Gedrückt halten ist wechseln. Kurz drücken ist benutzen. Wiederholen ist gestohlen. Alles klar. Alles klar. Na dann. Alles gut. Habe ich nur verwechselt. Ich habe die ganze Zeit gedrückt gehalten, weil ich dachte, ich muss es halten, um es zu konsumieren. Und dabei ist es genau andersrum. Du musst es loslassen. Und wenn es wiederkommt, dann gehört es dir und du kannst es konsumieren. Logisch. Finde alle Schemata. Ach so, durchsuch den Unterschlupf der Banditen. Aha, Schätzchen, öffne dich. Rüstungsschema, unübersetzt. Brief mit Befehl. Die Thyssensrüstung, ein Relikt und wir sind überladen. Was will man mehr? So, schauen wir doch mal, was wir da Hübsches gefunden haben. Eine Rüstung. Und noch eine Rüstung. Schade, die ist leider gar nicht so gut wie das, was wir... Also zumindest vom reinen Rüstungswert her. Aber wenn ich mir wahrscheinlich mal hier den Vergleich ansehe... Dann verlieren wir im Grunde 5% Aufschlitzresistenz, aber kriegen durch Bohrschadenresistenz, Giftresistenz, Aufschlitzresistenz... Moment mal. Hä? Naja. Chance, Geschosse mit Quen abzulenken. Ach, das geht? Interessant. Ja, komm, ziehen wir die mal an, damit wir anders aussehen. Oh, da hat mir die andere, ehrlich gesagt, so rein optisch besser gefallen. Aber gut. Kann man nichts machen, oder? Packen wir uns noch ein paar Runen rein. Ich hätte gern Igni-Runen, aber die habe ich... Also, ich meine, die habe ich nicht mehr. Doch, hier hätte ich Igni-Runen, aber keine guten. Dann nehme ich lieber die großen Quen-Glyphen. Oh, ich habe auch noch nichts in meiner Hose und in meinen Stiefeln. Was habe ich eigentlich die letzten Spielstunden so gemacht? Spinne ich eigentlich? Packe ich einfach ein paar Runen. Ich benutze ja doch ab und zu, benutzt man doch mal jeden Hexer-Skill, ne? Kann man nie was verkehrt machen. Noch ein paar kleine Igni-Runen in die Schuhe. Mein Schwert. Mein Stahlschwert, oder? Nein, mein Kreaturen-Silberschwert ist echt im Eimer leider. Immer noch kein... ich habe Reparaturkit. Okay. Ein Reparaturkit ist ein kleines Reparaturkit, wie bei Rien. So, jetzt zwar nicht mehr, aber Schwert wieder ganz. Wunderbar. Und jetzt, glaube ich, werfe ich noch ein paar hier Knüppel ab, damit wir nicht überladen sind.
Die bringen eh kein Gold und nix. Na, eigentlich sind die gar nicht so wenig wert. Merke ich gerade so, wenn ich mir das angucke. Es geht eigentlich. Wirklich, gar nicht schlecht, aber das kriegt man beim Händler sowieso nie, ne? Mein Gott, sind wir überladen. Die Rüstung, die wir da gefunden haben, ist, glaube ich, echt schwer. Ich sollte aber auch nicht immer jeden Knüppel mitnehmen. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits nervt mich, wenn da mein Inventar voller weißer, blöder Knüppel ist, die doof sind. Aber andererseits stört es mich, wenn diese roten X auf der Karte sind, die mich quasi anschreien und sagen, hier ist noch Loot. Hol dir deinen Loot noch. Nicht liegen lassen. Das ist doof. Naja. So, lies den Brief, den du gefunden hast. Ah, Mist. Mist. Sowas hasse ich. Vor allem so spät im Spiel. Weil, was weiß denn ich, welche Briefe ich wo gefunden habe. Und wo die überhaupt sind. Ah, hier. Brief mit Befehl. Robbe. Du hast einen ganzen Monat Zeit und nichts. Kein Fortschritt. Das Schema ist genauso unverständlich wie am Anfang. Das war's jetzt. Schluss mit dem Gedöns. Du wirst jetzt Folgendes tun. Behalte ein Schema und sieh es dir an, bis du auf etwas stößt. Und den Rest schickst du an die anderen Lager. Vielleicht sind einige der Jungs da weniger begriffsstutzig und schaffen es, dieses Scheißgekritzel in irgendwas Brauchbares zu übersetzen. Diese Alchemisten beim Bienengarten haben ihr halbes Leben mit Büchern verbracht, also schick ihnen eine der Zeichnungen. Schick noch eine an den Trupp in den Ruinen des Ziegelbaus am See, ja stimmt schon. Einer von den Kerlen sollte angeblich zum Priester geweiht werden. Er spricht auch andere Sprachen. Und in unserer Transferbasis im Sumpf bei dem verlassenen Dorf gibt es einen ehemaligen Bibliothekargehilfen. Schick ihm das dritte Schema. Alles klar. Durchsuch die übrigen Banditenlager. Werden mir die jetzt einfach auf der Karte angezeigt, die übrigen Banditenlager alle? Oder wie? Oder wie oder was? Ich würde gerne meine Markierung löschen. So. Gut, das hätten wir. Immerhin. Ah ja, da oben ist ein Banditenlager, wo wir hin sollen. Und da ist auch noch was. Ja, dann gehen wir mal schnell zu dem anderen. Das ist eh gleich um die Ecke quasi. Die Laufanimation von Geralt ist schon lustig. Aber ich muss schon echt sagen, auch jetzt zu PlayStation 4 Zeiten und so, ne, auch wenn Witcher 3 jetzt schon älteres Spiel ist, ist es immer noch ein relativ schönes Spiel. Ne, ich meine, wann ist es veröffentlicht worden? Ich schaue jetzt mal schnell auf Google, wann es veröffentlicht wurde. Aber wenn man die vielen Jahre mit einbezieht und es mit seinen Zeitgenossen vergleicht, ist es einfach immer noch ein schönes Spiel. Und da sieht man auch, wie wichtig Design ist. Wie wichtig gutes Design ist. Teilweise wichtiger als Grafik. 15. Mai 15. Also das wird jetzt immerhin 6. 6 Jahre, eine ganze Konsolengeneration im Grunde ist das Spiel jetzt alt. Und ist immer noch voll gut anzusehen. Ich weiß, ich habe ja schon öfter drüber geredet. Es gibt an dem Spiel Sachen, die finde ich einfach nicht gut. Und die werden auch nie gut. Und die waren auch nie gut, meiner Meinung nach. Zum Beispiel eben das Rollenspiel-Progressionssystem fand ich einfach nie gut. Ich finde das Kampfsystem auch nicht gut. Aber es macht eben sehr viele andere Sachen sehr richtig. Und unter anderem dazu gehört eben wirklich das auch visuelle Weltdesign. Nicht nur das narrative Weltdesign. Das ist einfach super. Ich habe mir das auch oft bei so Wii-Spielen gedacht, bei Xenoblade oder sowas oder auch Wii U-Spielen, dass da Spiele mit so wenig Leistung so gut aussehen. Also die Spielwelten. Und da ist halt einfach Design alles.
wenn du keinen Stil hast, kannst du noch so geile, hochauflösende Texturen und Polygole und was weiß ich was. Polygole? Ja, all das kannst du haben, bringt dir nichts, wenn du keinen geilen Artstil hast. Wenn du kein Gespür für Design hast. Ich weiß nicht, ganz oft kommen so hier, guck mal, in der neuen so und so Engine hat irgendein Fan wieder Mario gebaut. Und dann läuft da Mario immer rum in irgendeinem Schloss, das quasi super fotorealistisch aussieht. Und ja, das sieht total beeindruckend aus, weiß wie echt aussieht, aber es hat halt einfach keinen Stil. Es sieht nicht aus wie Mario. Ich denke mir dann echt immer, das ist technisch irgendwie voll beeindruckend, wie das aussieht, aber irgendwie sieht's scheiße aus. Es sieht halt aus wie irgend so ein fotorealistisches Schloss, hat aber keinen eigenen Charakter und nix. Das ist wichtig. Das ist wirklich, im Game Design, das wird einem, glaube ich, jeder einigermaßen erfolgreiche Videospielentwickler, auch in der Indie-Branche, wird einem das bestätigen. Das A und O von deinem Artstil, von deinem Spiel ist, dass das Spieler wiedererkennen und dass es sich von anderen abhebt. Wenn man einen Screenshot aus einem Spiel sieht, ganz egal, was gerade passiert, muss jeder Spieler sofort sagen, ah ja, das ist ja das und das Spiel. Weil sonst wird so generischer Einheitsbrei, hebt sich nicht ab, funktioniert nicht. Einfach nur was total fotorealistisch zu machen, bringt dir nichts. Du brauchst einen Stil, der wiedererkennbar ist. Bam! So! Blathe! 15. Blathe. Ich schätze mal, das ist ein Monat. Unsere Ameisensäurevorräte, aha, gehen bedrohlich schnell zur Neige. Sicher, Meister Ulrich hat Brüder ausgesandt, um die Hauptstraße zu beobachten, aber ich habe es für mehr als unwahrscheinlich, oder halte es für mehr als unwahrscheinlich, dass eine Alchemistenkarawane im Wagen voller Säure von ihnen vorbeireitet. Was? Also müssen wir selbst suchen. Versuchen, welche aufzutreiben. Sonst können wir es vergessen, mehr Fistek zu produzieren. Ah, diese Droge, ich kann mich erinnern, da waren wir schon mal in irgendeiner Höhle, wo der hergestellt wurde. Wahrscheinlich sind wir, weil ich habe ja schon ein Schema von dieser Rüstung, vielleicht sind wir da zufällig irgendwo reingestolpert und haben das gelootet, ohne dass ich dafür schon wirklich die zentrale Quest quasi hatte. Der Fistek, ja stimmt. Ameisensäure. Das ist ja dann bestimmt voll widerlich, das Zeug. 23. Blathe. Meine Experimente haben gezeigt, dass wir die fehlenden Substanzen durch eine sehr einfache Prozedur erhalten können. Jetzt muss ich nur noch die Brüder davon überzeugen, dass ein paar Bienenstiche nötig sind. 25. Blathe. Also da könnt ihr mich lange überzeugen, dass ich mich von ein paar Bienen stechen lasse. Dankeschön. Aber, nee, danke. 25. Blathe. Die Gewinnung von Ameisensäure aus Bienengift hat sich als außergewöhnlich mühsam erwiesen und sie läuft viel zu langsam, um unseren Bedarf zu decken. Vielleicht sollten wir die Methode ändern. Gekritzelte Randnotiz. Idee? In einem abgedeckten Topf über offenem Feuer, wahrscheinlich deswegen, Urtica-Duica köcheln und den Dampf in eine Reihe von darunter stehenden Holzeimern kondensieren lassen. Einer davon enthält den Säureanteil und möglicherweise eine Ameisensäure-Variante. 26. Die Brüder sind inzwischen extrem gereizt, nicht nur wegen der Bienenstiche, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie Brennnesseln sammeln müssen. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, wir haben noch nicht gefunden, was wir finden sollen. Behalt dir deinen kleinen Knüppel. Ich möchte das nicht. Ich habe jetzt von der Merlin zu meinem Geburtstag die Akte X DVD-Box bekommen. Eine ganz neue, wo auch die neuen Staffeln mit drin sind. Und das ist so nice. Ich werde jetzt die nächsten Wochen nur Akte X schauen. Ununterbrochen für immer. Ich meine, das sind, glaube ich, 11 Staffeln oder 12. Ich glaube, wenn ich da durch bin, kann ich gleich wieder mit der ersten anfangen. Ich werde jetzt für den Rest meines Lebens Akte X gucken. Immer und immer wieder.
Hey, cool. Wir haben es gefunden. Und ein zerknuffelter Brief. In fremder Sprache verfasstes Schema. Es ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichnung stellt verschiedene Phasen der Stiefelherstellung dar. Gut, müssen wir leider wieder ein bisschen Inventar entmüllen. Aber so ist das eben in Rollenspielen mit Inventarlimit. Wo ich immer noch zwiegespalten bin. Ich bin immer noch zwiegespalten, was Inventarlimit angeht. Brauchen wir das wirklich noch? Ist das vielleicht so ein Überbleibsel aus alten Rollenspieltagen, das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, was eigentlich nur noch nervt? Oder hat es noch einen Wert für das Realismusgefühl? Aber ist ein Charakter, der unendlich viel in seinem Inventar tragen kann, wirklich zu störend für die Welt, dass man dem Spiel seine Authentizität abkauft? Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Geralt jetzt unendlich viel tragen könnte, wäre es auch wurscht. Man bräuchte nur ein ordentliches Inventarsystem, damit es nicht zu sehr zumüllt. Oder eben die Möglichkeit wie in Cyberpunk, dass man, oder auch Dragon Age Inquisition damals schon, dass man alles, was man im Inventar hat, einfach zerlegen kann. In Rohstoffe. Dann verschwindet es auch, dann kann man leichter sortieren. Wobei, konnte man in Dragon Age Inquisition wirklich zerlegen? Ich weiß, dass Dragon Age Inquisition so einen Müll-Tab hatte. Da war automatisch der ganze Schrott gelagert und man konnte den auf Knopfdruck verkaufen. Kennt man ja aus anderen Rollenspielen. Aber man konnte quasi Objekte automatisch gleich in diesen Müll-Tab verschieben. Das fand ich ganz cool, dass man sagt, hier alle Schwerter, die ich nicht mehr brauche, schiebe ich gleich in meinen Müll, oder nicht Müll, aber Krimskrams-Bereich im Inventar. Und beim nächsten Händler wird das dann automatisch mitverkauft. Aber das hat sich wahrscheinlich nicht aufs Gewicht ausgewirkt, ne? Ja, keine Ahnung. Ich bin gegen Fallschaden, außer es ist Game Design inhärent, dass es da sein muss, weil die Welt sehr horizontal ist und das Überwinden von horizontalen, vertikalen Hindernissen elementar zentral wichtig ist. Ansonsten kein Fallschaden mehr, weg damit. Und auch bei Inventarlimit, Gewichtslimit, bin ich mir echt nicht sicher. Wie gesagt, auch hier, außer es ist wirklich von Gameplay, Game Design mechanisch zentraler Bedeutung. Survival-Horror spielen selbstverständlich Inventarlimit. Selbstverständlich. Rollenspiel, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da so unbedingt notwendig sein muss. Außer man macht so ein Hardcore-Rollenspiel, wo man wirklich alles simuliert, wo irgendwie jeder Gramm Stiefel zu viel für den Charakter ist. So Dark Souls. Dark Souls könnte... Dark Souls hat nicht mal ein Inventarlimit. Ne? Dark Souls kann ich Millionen Schwerter und Rüstungen mit mir rumtragen. Nur das, was ich ausgerüstet habe, ist wichtig und zählt. Ja, interessant. Da schau mal einer an. Zwirbel, Zwirbel, Zauberwind des Todes. Manche können aber schon sehr gut blocken, das muss man schon sagen. Stellt euch vor, auf euch wirbelt so ein wild gewordener Geralt zu. Und ne, ich könnte nicht jeden Schlag einfach so blocken. Also, ich meine, ich bin mutierter Hexer, der unglaublich viel aushält und einfach total überpowered, der Super-God-Guy ist. Aber ich glaube, so rein in den Schwertkampf-Skills sind die NPCs eigentlich besser als ich. Die blocken, die kontern, die nutzen ihre Gelegenheiten, die, ne? Und ich hau halt einfach drauf, bis alle tot umfallen. Weißt du, funktioniert. Guck, sag ich doch. Hallo, Armbrust-Willi. Wirbel, Zwirbel, Zauberhack. Oh mein Gott, Kopf kaputt. Ach ja. Der ist ganz schön zwiegespalten jetzt, der wilde Willi. Hä? Noch mehr Gegner? Okay, dann bringen wir erstmal alle um, Geralt. Weil du es bist. Au. Jetzt hat er sein Schwert wieder nicht gezogen. Manchmal macht das. Er hat es gezogen. Er hat es doch noch gezogen. Der hat gerade mit seinem Hammer geblockt, obwohl er überhaupt nichts... Der stand einfach nur da mit seinem blöden Hammer und hat alle meine Schläge geblockt. Das ist doch irgendwie cheaten ist das. Hey, sagt man nicht. Ich sag's deiner Mama. Jetzt Ärger. Hm.
einfach draufhauen, bis es kaputt ist. Ist eigentlich in jedem Spiel, wo es Schildträger gibt, die beste Taktik. Also vorausgesetzt, man hat genug Ausdauer in Spielen, die Ausdauer haben. Dark Souls habe ich vorher in meiner Aufzählung ganz vergessen von Spielen, bei denen sich Assassin's Creed orientiert hat in den letzten Jahren, in den letzten Ablegern der Reihe. Die sind ja wirklich sehr stark von ihrem ursprünglichen Kampfsystem weggegangen und haben sich sehr stark an Dark Souls Kampfsystem orientiert, was ich eigentlich echt gut finde, aber dafür ist das Spiel halt dann irgendwie doch zu leicht, dass das wirklich Sinn macht. Aber trotzdem cool, dass man schon allein, dass man beide Waffen quasi beliebig mit Waffen bestücken kann und je nachdem verändern sich dann auch die Angriffe und sowas. Sehr schön. Sehr schön gemacht. Und das ist nicht mehr so, ich stehe in der Mitte und drücke je nachdem, was aufleuchtet, die grüne oder die gelbe Taste, so wie es halt früher bei Assassin's Creed war, sondern dass man jetzt wirklich ein bisschen freier und auch taktischer und so kämpfen kann und sollte gegen die Gegner. Und dass es eher so ein 1 gegen 1 Kampf ist. Naja, nicht wirklich. Aber schon eher. Im kleineren Maßstab gekämpft wird im Vergleich zu früher. Ist cool. Mag ich die Entwicklung. Ja, ich meine, wie gesagt, ich will das denen überhaupt nicht vorwerfen, dass die sich da haben inspirieren lassen. Die haben sich einfach aus vielen sehr guten Spielen sehr gute Mechaniken abgeguckt und die teilweise auch wirklich gut in ihr Spiel übersetzt. Selten, dass die an das Original, wo sie sich bedient haben, rankommen, aber mein Gott, ne? Dafür hat das Spiel Milliarden von Spielmechaniken, die alle irgendwie gut funktionieren. Passt. Was will man mehr? Okay, schauen wir uns hier mal um. Schema! Und wieder ein Brief. Und wieder Klamotten, die ich wieder aussortieren muss, weil ich wieder überladen bin. Ist das nicht schön? Handschuh-Schema, unübersetzt. In fremder Sprache verfasste Schema, Übersetzung erforderlich, gezeichnete Phasen der Handschuhherstellung. Bradabam. Ich wollte gerade sagen, habe ich nicht vielleicht auch Kleidung, die man rauswerfen könnte? Und die hier könnte man echt rauswerfen. Die ist doch gar nicht schlecht eigentlich, aber auch nicht wirklich gut und einfach nur weiß, nicht mal ein Artefakt oder so. Pff, lächerlich. Ups, das war offensichtlich die falsche Taste. Und die Handschuhe, ich habe alles doppelt und dreifach. Oh mein Gott, habe ich alles doppelt und dreifach. Weg damit. Weg damit. Auch wenn die wahrscheinlich was wert wäre. Weg damit. Und schon sind wir wieder leicht wie ein frisch geschlüpfter Hexer. Ja, wir sind jetzt auch bei Witcher schon lange an dem Punkt angekommen, wo Looten nicht mehr wirklich viel Spaß macht, weil... Ich brauche nichts mehr. Ich hätte gehofft, in den DLC gibt es jetzt vielleicht total crazy cooles Zeugs wieder. Neue Waffen, neue Rüstung gab es auch. Aber jetzt auch nur so... Hier ein bisschen, da noch ein bisschen mehr Angriffswert und hier noch zwei Rüstungen. Aber jetzt ist das Spiel so schon ein bisschen in den Min-Max-Bereich gegangen. Aber ich glaube, wir hätten den DLC auch relativ problemlos mit der Rüstung, mit der wir in den DLC hineingegangen sind, durchspielen können. Aber macht ja auch nichts. Ist ja auch okay. So, Weltkarte. Moment, warte mal. Haben wir jetzt schon alle? Ja, dem Kaufmann die Schemata geben. Der war da oben irgendwo, ne? Genau. Ah, das ist nicht... gehen wir direkt hin. Ich habe überlegt, ob wir zur Schnellreisetafel wollen oder nicht oder wie oder was. Aber Plötze macht das schon. Moment mal, du bist nicht Plötze. Ihr seid nicht alle. Alle seid ihr gar nicht Plötze. Wir sind Plötze. Plötze? Hallo. Hey ja. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Das ist das, was in meinem Hirn passiert, wenn Geralt Heya schreit. Hey, ja. Bu. Glaubt ihr, das Lied basiert auf Witcher 3? Ich glaube, das Lied ist älter. Wahrscheinlich. Komm schon. Aber wirklich, komm schon. Das
Schwert wegstecken, sonst haben die Bauern Angst. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Und dich wieder zu freuen ist mir eine große Sehe. Bitte? Was? Ich konnte alle Schemata finden. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Du hast meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt. Nun, da ich Hilfe von einem Fremden in diesem barbarischen Land erfuhr. Nichts zu danken, wirklich. Wie vereinbart, fertige ich dir Duplikate an. Das kann jedoch einen Tag dauern. Komm morgen wieder. Dann habe ich deine Belohnung bereit. In Ordnung. Bis morgen dann. Ich hoffe wirklich, dass diese uphirischen Gelehrten und sowas, das ist ja scheinbar wirklich wie halt so der orientalische Bereich im europäischen Mittelalter, zu Zeiten des europäischen Mittelalters. Die waren ja quasi auch eine intellektuelle Hochkultur mit unglaublich fortschrittlichen medizinischen Fähigkeiten und so weiter, während das Mittelalter in Europa halt gerade abgefuckter Scheiß war. Ähnlich wie hier die Witcher-Welt eigentlich. Und dann kamen aber die fucking Kreuzzüge und haben all das Wissen und all den Fortschritt quasi verbrannt, als Blasphemie irgendwie gekennzeichnet, zerstört, alles erobert und kaputt gemacht und die ganze Welt um Jahrhunderte der Forschung zurückgeworfen. Ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet, dass das auch hier passieren wird. Ich hoffe, ihr nutzt euer Wissen besser, auch für fortschrittliche militärische, kriegsführerische Geschichten, damit nicht hier diese barbarischen Nilfgaarden und wie sie alle heißen, irgendwann mal hier zu euch kommen und euer fortschrittliches Superland kaputt hauen, wie es bei uns in der echten Welt war. Ich hoffe es. Ich hätte einen Tipp. Bitte, geh zu deinem Regenten, wer auch immer, und sag ihm, bring ihm eine Botschaft von mir. Ich komme aus der Zukunft. Die Zukunft eines Paralleluniversums, wenn man so will. Ich habe schlechte Nachrichten, aber es ist noch nicht zu spät. Okay, wir warten bis morgen. Meditation. Reicht das schon? Oder müssen wir noch quasi 24 Stunden vergehen lassen? Ach ja, vorsichtshalber, komm, ist ja wurscht. Zack, los geht's. Okay. Auch das Meditieren, ganz genau. In Assassin's Creed Valhalla macht man genau das, um Zeit vergehen zu lassen. Meditieren. Ah, und genauso, es sieht genauso aus fast. Nee, man sieht wirklich, wie dann die Sonne untergeht und so. Aber ich meine, wie er da sitzt, die Animation, die Haltung. Es ist einfach. Assassin's Creed Valhalla ist einfach so ein Best of Videogames der letzten 10 Jahre. Es ist alles zusammen. Ich möchte immer Cloud sagen, aber das stimmt ja nicht. Aber zusammen inspiriert aus allem, was es davor gab. Kein, eigentlich wirklich ein bisschen, ne? Das ist das, was man vielleicht Assassin's Creed Valhalla vorwerfen muss. Kein origineller Gedanke in dem Spiel. Aber alles sehr gut abgeguckt. Und die Story macht gar keinen Sinn. Also, jetzt mal ganz kurz. Wir spielen gleich, wir konzentrieren uns gleich wieder auf Witcher. Beziehungsweise machen wir jetzt für heute Schluss. Stimmt, machen wir für heute Schluss mit Witcher. Aber die Geschichte muss ich noch schnell erzählen, ne? Ich laufe so mit meiner Wikingerin, mit Eivor, durch die Prärie von England, so 800, 900 nach Christus. Und dann treffe ich da irgend so einen Mönchskerl auf einer einsamen Farm, der erzählt mir, wie geil das ist, der ist jetzt konvertiert und ist jetzt ein neuer, besserer Mensch. Und dann gehe ich in seinen Keller und finde in seinem Keller Leichen. Und dann sage ich, oh, du hast voll die Leichen im Keller, du bist voll das Monster, du bist so ein unmenschliches Arsch und ich töte dich jetzt. Und dann bringe ich den um. Ganz normale Videospielquest im Grunde, ne? Hat man schon 100-mal gesehen, alles okay, nichts Besonderes. Nur, dass mein moralisch überlegener Held hier quasi vor 10 Minuten gerade noch ein Kloster überfallen hat und gebrandschatzt hat, damit er sein eigenes kleines Wikingerdorf aufbauen kann. Und man ist halt mit dem Charakter dauernd damit beschäftigt, Überfälle zu machen, zu brandschatzen. Hütten werden angezündet, Leute sterben links und rechts, hunderte von Leichenberge überall, aber dann halt quasi so Videospielquests im Sinne von hier, ich bin der moralisch überlegene Held und rette jetzt hier den Tag, weil hier ist jemand böse. Und das macht so keinen Sinn.
so keinen Sinn. Und alles, was der Charakter macht, passt einfach nicht zusammen. Einerseits ist er die, also bei mir ist es eine Sie, einerseits ist sie diese Wikingerin, die mit der Axt in der Hand sterben will und für Valhalla und nur der frontale, ehrenhafte Kampf ist richtig. Und gleichzeitig schleichen wir durch die Gegend und stechen hinterrücks Leute ab. Damit verdammen wir die, die kommen ab nach Helheim oder sonst wohin, wenn die so unehrenhaft getötet wurden. Aber ist uns scheißegal, wir sind einfach... Wisst ihr, unsere Figur glaubt ja wirklich an Valhalla und wie wichtig das ist, im Kampf ehrenhaft zu sterben, und bringt dann die Leute hinterrücks schleichend um, was nicht nur super unehrenhaft ist, sondern wir verdammen quasi nach unserem eigenen Glauben diese Opfer auch für das Schlimmste jenseits, das man sich in der Wikinger-Mythologie vorstellen kann. Und es ist uns scheißegal. Wir sind einfach wirklich ein abgefucktes Arschloch. Aber gleichzeitig in den Dialogen sind wir dann immer so moralisch erhaben. Und das passt einfach hinten und vorne nicht zusammen. Es ist einfach bekloppt. Naja, da musste ich jetzt schnell ranten, weil das fällt mir immer wieder auf, wie bescheuert das Spiel ist. Vielleicht passt einfach das nicht so gut zusammen, wenn man so eine 2 Meter große, riesige Wikingerin macht, die irgendwie mit ihrer Axt alles kurz und klein haut und dann Assassinen-Stealth-Schleichspiel draus macht. Vielleicht sind das einfach 2 Konzepte, die sich schwer vereinen lassen, und das merkt man bei Valhalla. So, beim nächsten Mal holen wir uns unsere Belohnung hier von dem Händler ab und schauen mal, was, kriegen wir gleich die Rüstung oder kriegen wir nur die Übersetzungen? Wahrscheinlich nur die Übersetzungen. Aber da muss ich wahrscheinlich wieder einen Meisterschmied finden, damit mir der die schmiedet. Und ich weiß gar nicht, wer mir das schmieden kann. Finden wir raus. Vielleicht. Macht's gut, bis dann. Ciao.